Ein Beitrag der Konrad-Adenauer-Stiftung. Herzlich willkommen. Drei Fragen an die neue Direktorin der Politischen Akademie, Frau Magister Elisabeth Meierhofer. Einen schönen guten Tag, Frau Magister Meierhofer. Hallo, auch einen schönen guten Tag von mir und vielen Dank für die Einladung. Sie sind ganz neu in Ihrem Amt und das auch noch gerade zu einem Jahresanfang. Deswegen ganz klar die Frage, was sind so Ihre ersten Vorhaben und Schwerpunkte? Ich übernehme ja ein sehr gut organisiertes Haus, das natürlich auch schon ein Programm für dieses Jahr hat. Und was mir sehr entgegenkommt, ist, es geht im Schwerpunkt heuer um das Thema Digitalisierung, auch eines der Themen, die mich seit Jahren beschäftigen. Und da werde ich mich tatkräftig einbringen und auch den einen oder anderen neuen Impuls noch setzen. Die Bilder aus Washington von der Erstürmung des Capitals am 6. Januar haben uns, glaube ich, alle erschüttert. Aber wie sicher können wir eigentlich in unseren Ländern, in Österreich, in Deutschland sein, dass so ganz fundamentale Spielregeln einer Demokratie wie die Akzeptanz eines Wahlergebnisses unumstritten und gesichert sind? Hundertprozentige Sicherheit kann es in keiner liberalen Demokratie für nichts geben, weil sonst wäre sie ja keine liberale Demokratie mehr. Aber ich glaube, wenn wir uns bewusst sind, dass wir uns in jeder Generation Demokratie, Wohlstand und auch Freiheit immer neu ausverhandeln müssen, dass das nichts ist, was vererbt ist, was einfach da ist, sondern was sich jede Generation neu erarbeiten muss im Diskurs, dann glaube ich, sind das gute Voraussetzungen, dass es zu solchen Bildern in Österreich, in Europa nicht kommt. Solche Einrichtungen wie die Politische Akademie oder eben auch die Konrad-Adenauer-Stiftung setzen deshalb ja sehr viel auf politische Bildung, um genau dieses Neuausverhandeln und Weitergeben von demokratischen Spielregeln abzusichern und zu unterstützen. Aber wie erreicht man in der heutigen Zeit noch Bürgerinnen und Bürger mit politischer Bildung? Ja, ein sehr spannendes Thema und sicherlich eine der großen Herausforderungen für Organisationen wie ja auch die Politische Akademie oder eben die Konrad-Adenauer-Stiftung, welche sind. Ich habe da kein Patentrezept dafür. Ich glaube auch einfach, dass man da ständig sich mit der Zeit mitentwickeln muss. Und was wir ja in den letzten Wochen und Monaten gesehen haben, ist, dass sich sehr, sehr viel in den digitalen Raum verlagert hat. Und dort haben wir auch gelernt, dass nicht alles, was analog funktioniert, digital gleich funktioniert, sondern vielleicht anders. Und hier wach zu bleiben, offen zu bleiben, auszuprobieren und gemeinsam auch mit denen am anderen Ende des Bildschirms zu entwickeln, das ist, glaube ich, eine gute Lösung, um hier auch zu tragfähigen neuen Wegen zu kommen. Und das werden wir auch versuchen. Das waren drei Fragen an die neue Direktorin der Politischen Akademie. Vielen Dank, Frau Magister Meierhofer, für Ihre Antworten. Vielen Dank für die Einladung.